So, und da sind wir wieder bei Dead Space 2. Habe ich eigentlich schon... Ganz ehrlich, ich spiele nicht mal auf Steam. Und trotzdem kommt das. Ich spiele gerade auf Origin. Nur mal so gesagt, wie man es hier sieht. Und ich kann es gerade nicht ändern. Oder kann ich es doch? Nö, kann ich nicht. Gut, müssen wir mit leben. Mache ich dann nachher weg. Erweiterter Anzug. Das ist übrigens der Anzug von dem Cover. Vom Spiel. Wieder Aufladezeit für Stasi wird um 50% gesenkt. Kauf garantiert mindestens 25 Inventarslots und 20% Panzerung. Eigentlich geil. Also deswegen... Je mehr Stase, desto besser. Und wir kennen ja die Prozedur. Dö, 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 dö. Oder so wie ihr das macht. Ich finde die Metroid-Mucke immer noch besser. Halt den Nachteil, dass wir nicht mehr so super regenerieren, aber wir können dafür besser Stase nutzen. Ich könnte eigentlich sogar richtig viele Energieknoten jetzt kaufen und mir dann voll gute Waffen machen. Ich habe ja die ganzen. Ich hab das Geld, ja. So, 16 Stück reichen. Da mache ich mir mal eben bei meiner Rig bessere Trefferpunkte und so. Also langsam nervt das echt. Schaden. Luft, die brauche ich ja nicht wirklich. Schaden, weil aufschließen mache ich ja jetzt nicht so oft, aber gut. Jetzt kann man uns wenigstens nicht mehr so gut schaden. War ja auch schon ein Nachteil im ersten Teil, da habe ich ja auch kaum gekauft. Kapitel 12. Was werft ihr hier auf mich? Ach so, nichts Schlimmes, wie es aussieht. Verschleppt worden, bevor er das hier zu Ende bringen konnte. Strass ist tot, Ellie. Ist nicht schade um ihn. Und jetzt brauchten sie Strass nicht, um den Marker zu zerstören? Strass konnte uns nicht zum Marker führen. Er lief vor seiner Schuld davon. Was ist mit ihnen? Ich laufe nicht mehr weg. Ich weiß, was zu tun ist. Ja, dieser Riesenbohrer ist ein echter Glücksfund. Warum gehen Sie nicht in die Kabine und versuchen ihn zu starten? Ich sehe mich nach der anderen Energiezelle um. Okay. Mal sehen, was ich von hier aus tun kann. Ich hoffe mal, dass die Stase sich auch wirklich regeneriert. Oh, das macht jetzt wirklich Schaden, das Teil, den ich hier jetzt gerade hochgehoben habe. Weil das will ich jetzt nicht die ganze Zeit hochheben. Warten. Fuck. Nehme ich dem dann einfach mal aus.
So. Erinnert mich ein bisschen an Whack-A-Mole. Das Spiel, wo man den Maulwurf auf den Kopf hauen muss mit dem Hammer. Energieknoten. Wer hätte es gedacht? Jetzt nervt es aber wirklich. Ich kümmere mich bald drum. Ja, das war jetzt schwierig, da zu finden. Aber ich denke, da mit dem Riesenbohrer, da locken wir doch voll viele an von denen, oder nicht? Das ist so übelst laut. Also kein Glück. Okay. Stase. Halbleiter. Jetzt geht das wenigstens von der Munition her. Ich sollte nicht immer so viel verschwenden. Für diverse Gegner. Schon gewundert, wo bleiben die denn? Wirkt echt Wunder, die Körperteile von denen zu benutzen. So. Ja, da muss ich hin, aber ich gucke hier gerade mal, ist hier noch was? Anscheinend nicht. Im Loch da, wo ich gerade hingeguckt habe. Da kam nichts. Vielleicht kam da schon was. Na? Inspektion? Heute nicht. Da kommt doch noch einer. Wenn einer da schon steht, kommen immer mehr. Da ist ja nichts mehr. Aber mindestens hier auf dem Weg muss mir noch über den Weg laufen, oder nicht? Und Hacke. Er findet die neue Verbindung nicht. Hier oben scheint es zu klappen. Vielleicht muss es auch mal verdrahtet werden. Was? Ich hab sie nicht verstanden. Nichts. Nichts. Jetzt kommen sie aber. Auf der anderen Seite ist ein Lift. Ich drehe um, damit sie draufklettern können. Gut, dass ich nicht da unten stehen geblieben bin, ne? Die werden schon durch ihre eigene Körper getötet.
besser mitnehmen soll. Ihr werdet ja eh schon durch euch selbst getötet. Oh, ich wollte ihn gerade schlagen. Du kriegst von mir die Fresse. Komm, die kommen, die kommen. Oh, ich kann ihn nicht weg. Oh, die können mir richtig wenig abziehen. Oh, die kommen unten raus. Ist auf die andere Seite. Aber wie? Warum laufe ich immer in die falsche Richtung? Hätte ich gleich langlaufen sollen. Warum bin ich überhaupt hier hochgelaufen? Erstmal alles nachladen. Ich eigentlich gleich hier stehen bleiben können. Nee, doch nicht. Alter. Sieht von oben immer anders aus. Yeah! Drauf. Hier kommen doch jetzt sicher auch welche oben drauf.
Aber da kommt bestimmt noch mehr. Das hier schon ziemlich aussieht, als wenn wir hier am Ende mit der Tour hier wären. Wow, 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 stopp, stopp! Scheinbar haben wir die Fundamentpfeiler des Regierungssektors erreicht. Und wie kommen wir da rein? Vorwärts. Wir haben einen Bohrer. Sie wissen aber schon, dass ich auf dem Ding sitze. Ellie? Ey, ich will das sehen. Yeah. Ich hab nichts gesehen. Heilige Scheiße, das tut weh. Naja, wir können unsere Blessuren später vergleichen. Aber zumindest haben wir es geschafft. Das hier muss der Regierungssektor sein. Und ich schätze, Ihr Marker ist hinter dieser riesigen Tür da. Wir sollten uns lieber beeilen. Diese Dinger werden einen Weg durch das Loch finden, das wir gebohrt haben. Es muss einen Aufzug oder so geben, der die Ebenen verbindet. Ich versuche, zu Ihnen zu kommen. Wir treffen uns auf der Hälfte. Toll. Kapitel 13. Oh, das ging ja echt schnell, das Kapitel 12. Direkt in einem Part. Das Blöde ist jetzt natürlich, die ganzen Necromorphs rennen hier rein. Die wollen natürlich zum Marker. Aus welchem Grund auch immer, weil beim Marker da dürften die eigentlich gar nicht mehr. Alex, hier ist ein Kriegsschiff angedockt. Was? Ist der kaputt? Das kann ich nicht sagen. Isaac, hören Sie mich, wir werden lebendig hier rauskommen. Zumindest einer von uns. Für Sie ist es hier zu gefährlich, Ellie. Was reden Sie da? Bringen Sie Ihren Arsch hierher. Ich starte jetzt einen Systemcheck. Hey, ich will noch nicht abhauen. Ich muss das Teil zerstören. Sonst können die diesen Ort hier auch vergessen als Leben. Das ist Grundlage, keine Ahnung. Erstmal alle Menschen hier retten, auch wenn keiner mehr lebt. Aber das soll uns ja nicht stören. Wenn alle tot sind. Dann fangen wir doch erst richtig an. Den Schatten da gerade im Hintergrund gesehen. Bist du jetzt bereit zu reden? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole. Ich wollte dich nie gehen lassen. Viel ist passiert, das wir beide nie wollten.
glaube nicht, dass das so gut wäre. Isaac, bitte. Mach uns ganz. Ich kann nicht. So, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.